Moin zusammen, ich bin Ralf vom Slide Campus und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr diesen ganz einfachen Flip-Effekt erstellen könnt. Fangen wir mit einer ganz weißen Folie an und im Endeffekt brauchen wir zwei exakt gleich große Elemente. In dem Fall nehme ich zwei Formen, das können aber auch zwei Bilder zum Beispiel sein. Die Logik dahinter ist genau die gleiche. Die erste Form nenne ich mal Frage. Hier können wir eine Frage reinschreiben, die hier an unser Publikum zum Beispiel gestellt wird. So, das soll genau in der Mitte der Folie sein. Dann dupliziere ich diese Form mit STRG SHIFT, ziehe ich sie einfach nach rechts, um hier anstatt Frage Antwort zu schreiben. Und diese zweite Form kann auch eine andere Farbe haben, zum Beispiel blau. Und sie soll per Rechtsklick in den Hintergrund geschoben werden. So, und dann wollen wir sie gleich genau hinter die Frage legen. Aber bevor wir das machen, müssen wir diese beiden Formen jetzt animieren. Zuerst müssen wir die Frage animieren, und zwar so, dass sie verschwindet. Und dann soll die Antwort auftauchen. Und das soll dann so aussehen wie der Flip-Effekt, den ihr eingangs gesehen habt. Dafür brauchen wir zwei Animationen. Zuerst muss die Frage verschwinden. Und dann wählen wir die Form aus und gehen auf Animationen. Und um ein Element verschwinden zu lassen, brauchen wir die roten Animationen. Hier die Ausgangsanimation. Und hier unten gibt es noch weitere Ausgangseffekte. Da öffnen sich noch eine Vielzahl weiterer Effekte, die man ja eher selten nutzt. Aber hiervon brauchen wir genau diesen Effekt, das Reduzieren. Sprich, die Form, in der Frage steht, soll per Reduzieren aus der Folie verschwinden. Und das sieht im Präsentationsmodus so aus. Hier sieht man die Frage und wenn man einmal klickt, verschwindet sie. Jetzt soll, sobald die verschwunden ist, soll die Antwort auftauchen. Und zwar mit der gleichen Animation, nur als Eingangseffekt. Sprich, wir markieren die Antwort, gehen auf Animation und müssen wieder auf weitere Eingangseffekte in dem Fall gehen, um die gleiche Animation nehmen, in dem Fall heißt diese Animation Strecken, die dafür sorgt, dass die Antwort auftaucht. So, jetzt legen wir die Antwort mal hier hinten hin, hinter die Frage. Und gehen in den Animationsbereich und sagen der Antwort, die hier auftaucht, diese soll bitte nach der vorherigen Animation beginnen. Sprich, sobald die erste Animation, das Verschwinden, fertig ist, taucht die Antwort dahinter auf. Wir gehen in den Präsentationsmodus und schauen uns an, wie das aussieht. Die Frage steht dort und dann klicken wir und die Antwort taucht auf. Genial, oder? Und das können wir auf verschiedene Arten und Weisen nutzen. Wir können zum Beispiel auch eine Frage stellen und danach ein Bild auftauchen lassen. Oder wir können ganze Quizzes bauen und unser Publikum durch die Fragen führen, um dann manuell die Antworten der einzelnen Fragen zu offenbaren. Probier es gerne mal aus und lass uns gerne in den Kommentaren wissen, ob und wie du diese Funktion in deiner Präsentation einbinden konntest. Wenn du weitere solcher Videos sehen möchtest, dann vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren und einen Daumen hoch unter dem Video zu lassen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut, dein Ralf. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing. Sold out shows for 1,000 faces. Ay, give me that crown. Get in my way and you'll be put down. It ain't your place, no, this my town. If I want that shit, then I'll get